Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu diesem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Passepartout de Star Verratist. Wir werden heute ein wenig malen, ein paar Kunstwerke kreieren und die für sehr, sehr viel Geld verkaufen. Genau. Nein, jetzt reden wir mal ganz normal, weil ich glaube, das wird irgendwie ein bisschen anstrengend. Passepartout, wieder ein weiteres Geschenk von einem Abonnenten. Da habe ich mich echt super gerne drüber gefreut. Ich wollte es eigentlich nicht spielen, weil es mir zu teuer war. 10 Euro für ein Spiel, wo ich nicht wirklich weiß, ob das Spaß macht. Aber geschenkt, ne, nehme ich das natürlich sehr gerne. Wer es mir geschenkt hat, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren nachlesen. Hätte ich schon gesagt, nein, in der Videobeschreibung wird das verlinkt. Auch derjenige, der mir Shashok Live geschenkt hat übrigens, falls ihr wisst, was ich meine. Wir beginnen eine neue Karriere und werden als französischer Maler heute sehr, sehr viel malen. Oder zeichnen. Ich weiß es nicht. Neue Karriere beginnen wir jetzt. So, ich bin gespannt auf das Spiel. Mal gucken. Ihr könnt ja vielleicht in die Kommentare schauen, ob ihr das lustig findet mit diesem möchtegern französischen Akzent. Gucken wir mal, ob das gut oder lustig ankommt. Ich weiß es nicht. So, wo sind wir? Oh Gott, eine alte, schmuddelige Garage. Ja, herzlichen Glückwunsch. Einführung. Klicke auf die Staffelei, um mit dem Malen zu beginnen. Staffelei, das ist dieses Holzgestell hier. Wusste gar nicht, dass es so heißt, aber jetzt wissen wir es. So, da haben wir das erste Gemälde. Was malen wir denn, Freunde? Was malen wir? Ich habe keine Ahnung, was wir malen. Wir malen vielleicht einen kreativen Künstler, der gerade da steht und nicht wirklich weiß, was er da tut. Und wir fangen an mit Grün wie Hoffnung, oder? Grün ist gut. Pinsel grün alles machen. Sehr schön sieht das aus. Grün. So, dann machen wir ein wenig Rot rein. Was ist das? Hä? Moment mal. Oh. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Das ist Millionen wert gewesen. So eine Ach, so ein Scheiße. Nochmal grün, Freunde. Jetzt Rot. Dat malen, was ist das? Hä? Ich verstehe nicht. Wir müssen nochmal löschen, Gemälde. Ah, wir haben nur zwei Optionen. Mülleimer oder Pinsel. Glaube ich. So, malen. Rot. Wow. What? Ich bin keine gute Künstler, ihr seht das. Deswegen wohne ich in Garage und habe kein Geld. Ich kriege keine Gemälde verkauft, ihr versteht. So. Vielleicht sollen wir das grün machen wieder. Ja, grün machen wir. Komm, wir machen grün. Wir machen eine rote Boden von der Sonne. Rot-gelbe Sonne hier in Ecke. So. Brauchen dünne Streifen. Ne, das sieht, glaube ich, Kindergemälde aus. Wir müssen mehr Emotionen reinbringen. So, eine Baum hier. Ein dicker Baum, sehr dicke Baum werden. Ne, nicht so dick. Wir machen so dick. Na. Ja, nicht gut aussehen, aber es ist egal. Es ist ein Baum. Er kann auch schief wachsen. So, er hat grüne Blätter. Er macht ein grünes Hintergrund. Das ist schon mal fehl. Ja, dann hat blaue Blätter. Es ist Baum auf Mars. Ihr versteht? Ja, Bug. Bug. Dann hat oben auch rot. So. So. Ja, nichts gut, aber es wäre dann schon noch sehr schön. So. Eine sunde Einführung. Klicken Sie auf die Kasse, um deine Finanzen im Auge zu behalten. Wir haben keine Finanzen, wir wollen in eine Garage, meine Damen. Die Kasse? Ist das jetzt fertig, das Bild? Egal, wir machen fertig. Stellen das Verkauf hier in dem links. So, was ist Kasse? Ich wollte Kasse gucken. Da, was, wie nennen wir dieses wunderschöne Bild? Wirtschaft. Rechnung gezahlt, Kosten 80 minus. Wir haben noch 170 Münzen. Wie nennen wir dieses Kunstwerk? Ich habe keine Ahnung. Da kommt jemand mit Baguette, bringt er mir Essen? Was? Ich bin ein bisschen verwirrt, meine Damen und Herren.
Oh, Punk. Oh, nix. Ganz ruhig bleiben, ja? Ich wohne hier. So. Blue Towers. Ihr werdet speichern. So, Kasse gucken wir. Vielleicht kauft irgendeiner um ein blödes Bild. So, wir haben einmal Ausgaben und Einnahmen. Letzte Woche haben wir Wein gekauft, Baguette 10 und Miete. Wir zahlen Miete für eine Garage. Ach, meine Güte. Hallo, Penner, was geht ab? Penner? Was geht? Schlechte Farben? Wie schlechte Farben? Wunderschöne Farben. Du hast einfach keine Ahnung. So, Punk. Ey, nicht dort. Du sollst zu Punk gehen. Warum also ohne Leidenschaft? Ich mal doch mit sehr viel Leidenschaft. Ihr hört das doch in meiner Stimme, meine Damen. Nein. Hallo? Gib mir bitte was. Sollen wir noch ein weiteres Gemälde malen? Okay, wir malen ein weiteres Gemälde. Wir malen Regenbogen. Ist gut? Regenbogen, aber von oben nach unten. Ganz fette. Oh, ne. Keine G, ich mag's nicht. Ach, vergiss es, du kannst eh nicht leisten dir. Du hast keinen Geschmack. Er hat einfach keinen Geschmack, Damen und Herren. So, grün. Immer grün anfangen. Grün ist wunderbare Farbe. So, was für schlechte Farben, erzähl kein Quatsch. Du hast keine Ahnung. Blau. Alter Mann, schreit Wolke an. Was? Nee. Rot nehmen wir noch. So. Dann nehmen wir am besten noch andere schöne helle Farbe wie gelbe. So. Wir müssen ein wenig wieder mit Rot korrigieren. Sieht gut aus, glaube ich. Ist wie frisch wie Baguette. Er will uns 49 zahlen? 49? Komm, wir verkaufen die Scheiße direkt. Ist doch scheißegal. Weg damit. Was? Wie 47? Da stand doch 49. Jetzt haben wir Transaktionsgebühr bezahlt, eBay oder was? Nein. Das ist unglaublich. So, nächste Farbe ist schwarz. Schwarz, so tief wie die Seele. Unsere Seele. Ja. Was nehmen wir noch eine Farbe? Ich glaube, wir nehmen noch... ich weiß es nicht. Haben wir noch so wenig Farben? Was ist hiermit? Dieses Grau? Oh, das Grau gefällt mir sehr gut. Aber das Bild sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Wir brauchen noch einen dicken Kreis in der Mitte. So, womit machen wir Farbe Kreis? Wir machen lila. Komm, wir machen dicke Kreis lila. So, genau so machen wir rein. Tada! Wieder links abstellen. Ah, das ist anstrengend, diese Malerei. Streifenkreis. Nehmen wir das. Eine sehr tolle Name für ein beschissenes, wirklich beschissenes Bild. Wir müssen jetzt weitermalen, Leute. Das ist mir anstrengend, so zu sprechen, wirklich. Oh la la, original. Verhandeln müssen wir. Nee, das ist so wenig. Warum so wenig? Wow, 46. Ach, verpiss dich. Geh weg. Ich verkauf dir das nicht. Kannst mich mal. Also, wir malen jetzt eine... eine Frau. Wir malen eine Frau, okay? Wir malen Frau mit rotem Kleid. Wir malen zuerst das Wichtigste. Zack. Zack. Das sind die Augen. Nein, das sind nicht die Augen. Doch, das sind die Augen. So, jetzt machen wir... die Taille. Taille. Zack. Zack, Beine. Hüfte. So. Sieht doch wunderbar aus. Monsieur, nein, vergiss es. Ich bezahle dir das nicht. Okay, wir müssen Rechnung bezahlen. Wir müssen das verkaufen. Rechnung bekommen. Nein, wir müssen... Aber was ist hier los, ey? Nein, ey. Das ist schon so schnell vorbei. Die steht am besten auf einer Wiese und dahinter ist... schön, blaues Meer. Dann nehmen wir lieber hier strandmäßig. Ach, Quatsch, warum nehme ich denn hier grün? So, Strand. Ne? Strand.
Oh, wir haben Geld verfügbar, 195. Wir werden noch reich, Leute. Wir werden noch reich, ich sag's euch. So, leider haben wir irgendwie nicht so wirklich ein gutes Werkzeug. So, jetzt machen wir blau. Blauer Hintergrund. Das ist Meer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Meer, hallo, Meer? Meer geht schon nicht. Ach shit, jetzt müssen wir die schönen Rundungen da ein bisschen... Wir können natürlich den Pinsel kleiner machen. Können wir da denn an das Bild ranzoomen? Ja, wir können da den Pinsel kleiner machen, aber das ist auch nicht so das Wahre, oder? Wenn wir jetzt die schönen Rundungen da... Ich glaube, man muss einfach eine andere Technik zum Malen entwickeln. Kann das sein? So... Ah, mit der Maus ist das doch schon viel einfacher, Leute. So. Zack. Zack. Funktioniert doch schon viel, viel besser. Sehr schön. Aber wir müssen mehr Bilder malen, Leute. Wir müssen viel mehr Bilder malen. Viel, viel mehr Bilder malen. Viel, viel mehr. So, was? Jetzt fehlt natürlich der Kopf, ne? Und die Arme. Klar, die Arme natürlich auch. Die steht so halt. Ihr seht das gar nicht auf der Kamera. So mit Arm verstreckt. So, wir können natürlich auch, guck mal hier, wir können auch hier alles schwarz machen. So. Gott, Alter, ist das scheiße. Können wir auch irgendwie rückgängig machen? Habe ich das Bild jetzt verkauft? Ich habe das eine Bild verkauft, ne? Ich muss mich mal ein bisschen beeilen mit dem Bild. Kann ich nicht ranzoomen? Damit ich hier feiner machen kann? Das ist ja echt anstrengend hier so zu malen, Leute. Man muss sich so konzentrieren, damit das hier alles schön wird. So. Oh Gott, ist das eine Fummelarbeit. Das ist echt widerlich. Das kriege ich mit dem Pinsel auf jeden Fall deutlich besser hin. Besonders hier oben, die sind irgendwie zu schlicht. So, und dann kriegt die Frau noch einen guten Hut. Das Gesicht sieht man nicht. Wie wär's, wenn man das Gesicht nicht sieht? Der Hut ist gelb. Da machen wir erstmal groß. Oder machen Sonne hier hin. Mir ist gerade eingefallen, die Frau kann ja auch so quasi mit dem Rücken nach hinten gehen. Und dann sieht man den Kopf gar nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Da sieht man nämlich nur das. Da hinten. Wir können auch hier vielleicht mal so ein paar Streifen machen. So, das Gemälde verkaufe ich unter 200 nicht, Leute. Das ist so top gemalt. Könnt ihr vergessen. So. Und dann noch, was nehmen wir noch? So. Mann, ey. Das wird teuer, das Gemälde. Die Frau. Nehmen wir einfach mal als Name. Klingt ein bisschen verrückt. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was dieses Gemälde wert ist. Beziehungsweise wie viel ihr das kaufen würdet. Wir müssen weiter malen, bis wir hier ein bisschen Cash verdienen. Beziehungsweise wir können mal kurz in die Kasse gucken. Wir haben Einnahmen 105, Bargeld 195. Ja, wir müssen mehr Bilder malen auf jeden Fall. Und da kommen wir nicht drum rum. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich malen soll. Weil ich werde jetzt erstmal keine Folge mehr aufnehmen und dann gucken wir mal, was ihr für Ideen habt und die Bilder werde ich dann versuchen zu malen. Also fleißig in die Kommentare schreiben, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne mal die Folge bewerten. Würde mich freuen. Ansonsten bei der nächsten Folge werde ich dann die Bilder malen, die... Warum malst du wieder ohne Leidenschaft? Warum malen wir ohne Leidenschaft? Das ist ein sehr wunderschönes Bild, finde ich auf jeden Fall. Der ist einfach unglaublich, dieser Punk. Der hat einfach keine Ahnung von Kunst. So. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Ansonsten
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal bei Passepartout. Dankeschön.